Hallo und willkommen zu diesem kleinen Let's Play Lodernde Flammen hier auf guildnews.de. Die Lebendige Welt Staffel 2 ist live und ich werde das, oder beziehungsweise Lebendige Welt Staffel 3 Episode 2 Lodernde Flammen ist live. Und ich werde das Ganze jetzt hier mit euch zusammen zum ersten Mal durchspielen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Geschichte wird. Und ich freue mich darauf, dass ihr mich direkt begleitet. Und passenderweise, das ist immer das Schöne, gibt es vielleicht noch den ein oder anderen Trick, den ich bei der Story sehe, den ihr vielleicht nicht gesehen habt und der euch entsprechend helfen könnte. Wir starten in Rata Sum bzw. Rata Novus mit Timmys Spiel. Da kommt Welle 1, Leute. Bereit, Ridlock? Ein künstlicher Kampf. Kann ja wohl nicht schwer sein. Okay, ihr seht, ich bin da gerade schon mal ganz kurz drin gewesen. Ich verlange alle Muster oder besonderen Angriffe, die ich sehe, während ihr bei der Arbeit seid. Die werden uns nur helfen, wenn wir vor dem echten Feind stehen. Ihr seht, ich war schon drin und habe den ersten Dialog mit Timmy gehört. Und ich dachte, das wäre tatsächlich nur Dialog. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass wir hier in einer Kammer kämpfen. Das heißt, euch fehlt so ein ganz kleines bisschen Dialog vorher. Aber ihr werdet die Story ja sicherlich auch selber spielen wollen. Dementsprechend ist das nicht ganz so dramatisch. Wir sind hier in Timmys Spiel. Timmys Spiel heißt in diesem Fall eine Kammer, die die Ratter Novana entwickelt haben, um sich mit den Dienern Primordus auseinanderzusetzen. Ihr seht hier kleine Zerstörerkrebse, die wir besiegen müssen. Und wenn sie sterben, gibt es diese Explosion. Das sorgt wiederum für Feuerfelder. Und diese könnt ihr, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, löschen, indem ihr durch diese blauen Kugeln lauft, die hier überall verteilt liegen. Die sind nicht immer da, die tauchen immer mal wieder zwischendurch auf. Da vorne seht ihr jetzt eine Kugel. Falls es also mal zu voll wird mit den Feuerfeldern, könnt ihr das ganz einfach nutzen. Ansonsten ist die erste Welle, glaube ich, bisher noch kein Problem. Ich bin aber auch noch nicht weiter als die erste Welle. Vielleicht passiert ja noch was Überraschendes, mit dem ich nicht gerechnet habe oder mit dem ich nicht rechne. Mal löschen wir hier wieder kurz die Felder. Und hier im Nahkampf schnell die drei Zerstörerkrebse noch ausschalten. Ihr habt hier Erstaunliches geleistet, Timmy. Schlaft ihr eigentlich nie? Keine Zeit dafür, Kommandeur. Gegen Mordromos anzutreten war eine Sache. Klar, man will ja die Welt retten und so. Aber sich als Asura gegen Primordus zu stellen... Nun, ich hoffe, ihr wisst, dass wir alle hinter euch stehen. Ich dachte, wir hätten mit Caudecus und Lazarus genug zu tun. Aber ich denke, einen kleinen Abstecher in die Zittergipfel, um einen Drachen zu erledigen, kriegen wir schon noch unter. Tja, es gibt da schon noch was, von dem ich euch noch nichts erzählt habe. Nach dem, was ich dokumentiert habe, ist Primordus erwacht. Das wisst ihr ja. Aber es gibt noch mehr. Er hat sich bewegt. Sich einen Tunnel zu den Feuerinseln gegraben, südlich von Maguma. Oh, Surprise. Wenn wir jetzt wissen, wo er ist, warum klopfen wir da nicht einfach an seine Tür und verpassen ihm eine warme Begrüßung? Warum hat er sich bewegt? Ich vermute mal, Mordremos Tod und die dabei freigesetzte Magie hat Primordus aufgeweckt. Und dann, weil sich im Süden eine Menge Energie gesammelt hat, gab es einen reicher gedeckten Tisch. Also hat er sich aufgemacht, um mächtiger zu werden. Großartig. Ja, so sieht das scheinbar aus. Der gute Primordus ist in der feurigen Inselkette angekommen. Das wissen wir ja mehr oder weniger schon durch den Char oder durch die Char Seis, mit der wir in letzter Zeit die aktuellen Events gespielt haben. Wer das noch nicht gemacht hat, ich weiß gar nicht, werden wir sehen, ob das noch nachholbar ist. Da habe ich noch nicht nachgeguckt. Ich vermute mal ja. Ich denke mal, die Erfolge wird man auch weiterhin machen können. Schaut dazu einfach mal in den Große Kralle Event Guide, den wir veröffentlicht haben. Und da solltet ihr mehr dazu finden. Jetzt bekämpfen wir erstmal Zerstörer. Und wie man ganz gut sehen kann, zählt es tatsächlich nur, wenn wir die kleinen Zerstörer besiegen. Bin mir nicht sicher, ob aus den großen kleine Zerstörer werden. Dann hätten wir so ein bisschen das Titanen-Feeling von früher. Der ein oder andere kennt das vielleicht noch aus GW1. Die großen Titanen werden zu kleineren Titanen. Da muss ich jetzt mal drauf achten, aber aus ihm scheinen keine neuen, kleineren Krebse zu kommen. Aber es zählt auf jeden Fall nicht, wenn wir die großen Krebse töten. Ich guck mir das jetzt hier nochmal an.
Okay, jetzt töten wir passiv auch Kleine, aber ich glaube, da hat sich nichts bewegt tatsächlich an der Welle, an dem Ausschlag. Oder an dem Balken da oben rechts. Dementsprechend, ja, scheint es tatsächlich nur mit den kleinen Krebsen in Verbindung zu stehen. Wenn es gut ist, muss ich euch noch was anderes mitteilen. Nur eine Kleinigkeit. Die schlechte Nachricht. Wart fort. Seid ihr bereit? Ich glaube nicht, dass ihr das seid. Vielleicht solltet ihr euch setzen. Nein, steht. Bleibt stehen. Also, hier kommt's. Jormark ist auch aktiv. Was? Woher wollt ihr das wissen? Ich dachte, das meiste von diesem Technikkram sei auf Primordus eingestellt. Bram hat einen Brief aus den Zittergipfeln geschrieben. Was stand denn drin? Ach, das ist der Grund, warum Braham im Norden geblieben ist. Zwei Drachen auf einmal. Ja, aber die Sache hat auch ihr Gutes, oder? Keiner von beiden hat sich aufgeführt wie Mordremos. Naja, bisher zumindest nicht. Da draußen gibt es so viel überschüssige Energie, dass alle alten Regeln neu geschrieben werden. Die nächste Welle ist bereit. Ja, das passt jetzt natürlich super. Kommt mir komisch vor. Was du denn? Ich werde jetzt einfach mal behaupten, dass Primordus keine Affen als Drachendiener hat. Es sei denn, sie haben sich irgendwie verändert. Und zwar völlig. Oh, ach, Moto. Zwei Minuten habe ich ihn mit dem Code des Raums allein gelassen. Ja, für die Leute, wie gesagt, die den Anfangsdialog verpasst haben, Taimi hat zugegeben, dass sie die Maschine nicht hinbekommen hat und hat sich Unterstützung vom Asura Moto geholt. Und ja, Moto hat das scheinbar schon hier ganz gut übernommen und hat mal eben kurzerhand einen Super-Adventure-Affen reingesetzt, beziehungsweise einen Zerstörer von Bananen. Haha. Wie macht ihr gegen die Simulation, Taimi? Die höchste Punktzahl habt ihr noch nicht geschlagen. Die hat nach wie vor Cammy, eine der Stoßtrupp-Anführerinnen auf den Feuerinseln. Sie ist allerdings wirklich knallhart, daher... Was? Noch eine Asura? Ich dachte, ihr haltet das alles geheim. Ich musste Cammy einweihen. A, sie ist klasse, keine Sorge. Und B, jemand musste uns Deckung geben, während Moto und ich dieses Ding zum Laufen gebracht haben. Ihr habt bereits Leute auf den Feuerinseln. Ich habe ein paar, sagen wir mal, vertrauenswürdige Gefährten dort, die ein Portal einrichten und kundschaften. Aber eigentlich hat Flank die ganze Operation organisiert. Die Bewegungen von Primordus hatte ich absichtlich nicht weiter verfolgt. Das ist gut, denn so habe ich eine Weile Ruhe vor seinem Gerede. Und außerdem kann er sich wichtig fühlen. Ihr seid gerade mal 16 Jahre alt und versucht dann in eure Vorgesetzten zu manipulieren? Bewundernswert und ein bisschen beunruhigend, Taimi. Ich werde bald über euch alle herrschen! Verzeihung, hat der Kommunikator das übertragen? Das wird viele Folgen haben. Ich habe tatsächlich immer das Gefühl, dass Taimi da noch ein bisschen größenwahnsinniger werden könnte. Erstmal haben wir jetzt hier einen gewaltigen Zerstörerkrebs gegen uns. Und besiegt den Boss, getötet 0 von 8. Okay, das bedeutet, wir kriegen 8 solcher gewaltiger, von den gewaltigen Zerstörerkrebsen, die hier mal eben irgendwie die halbe Arena unter Feuer setzen. Sieht zumindest so aus auf den ersten Blick. Oh. Wird so langsam unangenehm hier. Aua. Tatsächlich ist das der Downstate. Ich werde doch jetzt hier nicht sterben. Oh mein Gott. Okay. Kann ich einfach hier weitermachen? Ah, okay. Never mind. Das ist nie passiert. Und beruhigt euch vielleicht, falls ihr hier auch down gehen solltet. Tatsächlich zählen aber auch hier scheinbar wieder nur die kleinsten Krebse. Das heißt, so ein bisschen ist das dieses Matruschka-Prinzip. Es werden aus großen immer mehr kleine und aus den kleinen und nur die kleinen zählen dann am Ende zum Erfolg. Das heißt, wir haben jetzt hier die ersten zwei kleinen gleich ausgeschaltet, während da vorne schon die nächsten anrücken, wie es sich gehört. Ich muss jetzt auch nochmal sagen, dass ich hier mit Unterstützung von ArenaNet auf dem Testserver bin und das Ganze spiele. Das heißt, ich spiele hier nicht im, ich nenne es einfach mal meinem Ideal-Setup. Ich habe teilweise auch noch, ich habe keine aufgestiegene Rüstung zum Beispiel und auch sonst einige Probleme hier. Ihr habt massenhaft Daten generiert, die ich durchgehen kann. Dieser Raum könnte vermutlich jede Simulation abspielen, die ich mir vorstellen kann. Sobald ich Moto wieder hier reinkriege, um die Fehler zu beheben. Na los geht's! Okay, wir verlassen die Simulation. Und dürfen hoffentlich mal so langsam Richtung feurigen Inselkette. Ich bin ja nervös, ich bin ein bisschen... hibbelig, ein bisschen gespannt, weil ich dahin will. Aus
Ausnahme einiger Affenanomalien war der Raum sehr eindrucksvoll. Nächstes Mal solltet ihr ein paar Diener Jormax programmieren. Wisst ihr vielleicht, was mit den anderen Altdrachen los ist? Keine Ahnung, was Kralkatorik betrifft. Dasselbe gilt für... Wie ist der gleich? Hirnaussetzer, fängt mit S an oder so. Wie wär's mit einer Schwäche? S. Muss doch zu Steve! Steve! Timey. Warum kanalisiert ihr euch nicht ein bisschen Geduld aus den Nebeln, Tribun? Eine ganze Generation von brillanten Asura hat's nicht herausgefunden. Aber klar, ich schon. In 5 Minuten. Vielleicht hättet ihr eure Forschung so offen halten sollen wie euer Mundwerk. Dann hättet ihr das Rätsel längst gelöst. Wollt ihr mir jetzt was zum Thema Offenheit erklären? Erzählt mir nochmal, was ist gleich in den Nebeln mit euch passiert? Ja, genau, schweigt euch nur aus. Oh, Timey, die bringt die ganzen Gags, die wir machen. Habt ihr denn irgendeinen Fortschritt gemacht? Nur ein paar Riesensprünge. Zunächst mal, erinnert ihr euch an das Chuck-Organ? Diesen entsetzlich widerwärtigen Körperteil eines noch viel widerwärtigeren Rieseninsekts, den ihr in dieser scheußlichen Flüssigkeit einer vermoderten Kapsel aufbewahrt? Ja, daran erinnere ich mich, obwohl ich verzweifelt versuche, ihn zu vergessen. Ich habe es Spencer getauft. Und es ist irgendwie noch beunruhigender geworden. Spencer. Hör nicht hin, Spence. Sei es drum, ich habe entdeckt, warum Ley-Energie anders ist, wenn sie durch ihn fließt. Und das sprengt alle bisherigen Paradigmen. Chuck ernähren sich doch von Ley-Energie, richtig? Mhm. Und wir wissen, dass jeder Drache eine Domäne hat, was seine Magie betrifft. Saitans war offensichtlich der Tod. Also wisst ihr, was Chuck auf jeden Fall schlimmes Bauchweh bereitet? Todesmagie. Spencer filtert Tod aus Ley-Energie heraus. Magie ist also fast wie Licht. Aufgefächert in ein Spektrum. Genau so kann man das sehen. Perfekt. Magie, wie wir sie kennen, ist wie weißes Licht. Sie besteht aus all den unterschiedlichen Arten von Drachenmagie. Mit dieser Entdeckung lande ich in asurischen Geschichtsbüchern. Ich bekakele ja gern alles bis in sämtliche Einzelheiten, aber wie soll uns das weiterhelfen? Das weiß ich noch nicht. Werde ich aber. Ab jetzt schlafe ich überhaupt nie mehr. Nun, ich bin sicher, ihr könnt es kaum erwarten, eure Techniken am echten Feind auf den Feuerinseln auszuprobieren. Oh ja, das kann ich definitiv nicht erwarten. Ist aber eine ganz interessante Sache mit der Magie und dem Spektrum. Mit dieser Vorstellung, dass das aus den unterschiedlichen Arten von Drachenmagie besteht und solchen Dingen. Kann sicherlich ArenaNet storytechnisch noch ganz, ganz viel draus machen. So. Tribun, wenn ich bitten darf, Soldaten. Ist es nicht mehr? Nein. Ihr habt zahlreiche Anfragen der Schwarzen Zitadelle ignoriert, eure Zeit in den Nebeln und diese neue Magie zu erklären. Daher wird euch euer Rang aberkannt und ihr werdet hier mit der Pflichtverletzung im Dienst angeklagt. Oha. Jetzt lehnt sich die Schwarze Zitadelle aus dem Fenster. Und wenn nicht? Wir sind autorisiert, Gewalt anzuwenden. Aber wir möchten ungern eine Szene machen. Das kann ich mir vorstellen, Welpe. Wenn ihr diesen Auftrag bekommen habt, müsst ihr entweder die besten Krieger der Eisenlegion sein oder aber die größten Pechvögel. Also? Klassenbester! Aber es fühlt sich allmählich an wie sowohl als auch. Ridlock? Schon gut, Kommandeur. Ich regel das. Wie erscheint, habe ich die Zitadelle unterschätzt. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Medaille, die ich euch heute einbringe, Soldat. Auf eurem Rückweg wird Ridlock Brimstone hinter euch her dackeln. Kampflos! Das hängt ganz davon ab, wie ihr mich auf der Reise unterzubringen gedenkt. Ihr könnt meinen Sitzplatz haben. Oh, Vicon. Ach, kommt, Vicon. Wollt ihr ihn jetzt Ich mag Vicon. Tut mir leid, dass ich den ganzen Spaß verpassen werde, Kommandeur. Ich komme nach, sobald ich kann. Also, Vicon ist mir ein sehr, sehr sympathischer Char nach dem Dialog. Sieht aus, als müsste ich allein auf die Feuerinseln. Schade. Ich würde ja mitgehen, aber ich hatte bisher kaum Zeit, an Schraddle 2.0 zu arbeiten. Obendrein muss ich anfangen, das Ding zu programmieren, von dem ich euch erzählt habe, wegen dem Dings mit den neuen Dingsbums-Erkenntnissen. Ja? Hilfe! So helft mir doch! Oh, Wendel! Was ist passiert? Die Feuerinseln! Unsere Gruppe! Alle dahin!
Wir hätten die Hauptaußenposten nie verlassen dürfen. Cammy hat sie zurückgehalten, solange sie konnte, aber... Nein! Hat sie überlebt? Nein. Sie sind anders geworden, Taimi. Die Zerstörer dort. Oh. Anders geworden? Wie? Wie Auferstandene und Mordrim. Unaufhaltbar. Auferstandene und Mordrim? Was meint ihr damit? Okay. Sie sind nicht mehr, wie sie waren. Andere Angriffe, sie fühlen sich anders an. Keine Ahnung. Schon gut, schon gut. Nehmt ihn mit und kümmert euch um ihn. Was hatte das alles zu bedeuten? Was meint ihr? Keine Ahnung. Er könnte... Aber ja, es ist wie das, was ihr über den Affen gesagt habt. Sie haben sich verändert. Das ist... Deswegen konnte Mordrim aus... Die Mordrim-Kommandeur... Was ist mit ihnen? Diejenigen, die aus den vermoderten Kapseln kamen. Mordremus hatte ja schon Diener, die Silvari, richtig? Aber er war in der Lage, weitere zu erschaffen. Neue, aus Toten. Diese Kraft kam von Saitan. Saitans Tod hat die anderen Drachen in die Lage versetzt, das Spektrum des Todes zu absorbieren. Aber gesehen haben wir es nur bei Mordremus, weil er aktiv war. Dann haben Ach, wir Mordremus getötet. Du meine Güte. Und jetzt hat Primordus etwas von dem Tod und der Pflanzenhaftigkeit absorbiert. Glaub Wirklich? Ich, Pflanzenzerstörer? Überprüfen? Ich gehe und besorge euch eine Probe dieser neuen Zerstörer. Das wäre große Klasse, Kommandeur. Seht euch vor und lasst mich wissen, was ihr findet. Ich stecke in eurer Tasche. Ja, dann auf in die Glutbucht, ihr Lieben. Haha, das macht mich jetzt... Aha, neues Gebiet. 5 Herzen, 4 Wegmarken, 23 Sehenswürdigkeiten und einige Belohnungen, wenn ich das hier richtig sehe. Ah, unter anderem eine Menge an Erfahrungspunkten. Wir schauen jetzt ganz kurz auf die Glutbucht, denn das sieht groß aus. Das sieht wirklich groß aus. Wie es in der Geschichte weitergeht, das erfahrt ihr im zweiten Teil unseres Let's Plays Lodernde Flammen. Bis dahin.